Und diese Fähigkeit haben ganz oft Politiker zum Beispiel, religiöse Führer, aber auch geschickte Eltern, kompetente Lehrer und alles, was so beratende, heilende Berufe sind, die haben ganz oft so eine hohe interpersonale Kompetenz, weil sie darauf angewiesen sind, weil sie das ganz stark trainiert haben. Und diese Fähigkeit können wir mithilfe von Techniken, Strategien, Paradigmenwechseln, Erfahrung hineinspüren, weiterentwickeln, verbessern und verstärken, um unseren Einfluss oder unseren potenziellen Einfluss auf andere Menschen, auf die Welt zu erhöhen. Wir können diese interpersonale Intelligenz noch ein bisschen aufsplitten, wenn wir das möchten. Zum Beispiel können wir darunter noch die emotionale Intelligenz ordnen.